Hallo, meine Lieben, da bin ich mal wieder zu einem neuen Video und zwar zu einem kleinen Craft-Update und zwar Mini-Alben, wo ich in letzter Zeit gemacht habe. Über die Mini-Alben habe ich gemacht von Tutorials von anderen YouTuberinnen und wenn ich die Links noch finde, setze ich sie unten in die Infobox. Und ja, ich hatte ja schon ein Craft-Update und ja, aber jetzt habe ich gedacht, bevor ich die jetzt verschenke oder so, mache ich noch ein Video davon. Und ja, mein erstes Mini-Album war dieses hier. Also nicht mein erstes, aber das allererste jetzt von denen, wo ich jetzt hier gemacht habe. Und ja, das ist so mit so einer Blume und Brett. Und das kann man dann hier so aufklappen. Und hier dann auch. Und hier oben kann man dann was reintun. Und dann kommen hier ganz normal so Seiten, wo man Bilder reinkleben kann oder Gedichte schreiben kann oder wie auch immer. Und dann kommt nochmal so eine Seite, wo man aufklappen kann und hier kann man wieder was reinmachen und ja. Und kann man auch so wieder zugehen, zumachen. So. Mein zweites Album war dieses hier. Da habe ich den Einband jetzt nicht wie hier zugemacht, weil ich das irgendwie so schön fand. Mal gucken, vielleicht mache ich noch was drüber, ich weiß es noch nicht. Weil ich habe das jetzt bei einigen zugelassen. Und das ist, glaube ich, ja. Oder? Nein, das ist wieder ein anderes Prinzip. Und zwar ist es einmal so. Und dann klappt man das hier auf. Dann hat man hier so eine Tag-Tasche. Hier kann man was reinmachen. Und hier oben kann man was reinmachen. Und dann kann man das hier so aufklappen. Und hat man die Seiten. Und hier hinten dann das gleich nochmal auch wieder so ein Teil und mit so Taschen, wo man reinmachen kann. Und hinten sieht es dann so aus. Dann mein drittes, hier habe ich hier so den Gottesstempel mit von der lieben Steffi aufgestempelt. Und es ist das gleiche Prinzip wie das kleinere hier. Aber nur halt in größer, wo man hier auch wieder so aufklappen kann. Und hier was reinmachen kann. Da wechseln sich halt die Seiten in Gelb, in Weiß und in Lila. Und dann geht es einmal nicht in die Richtung auf, sondern in die Richtung. Und dann habe ich hier oben so eine gemacht für die Texte. Die muss ich alle noch machen. Die kommen noch rein. Und dann kann man hier noch was Schönes reinmachen. Und das ist halt ganz schlicht gelassen. Dann habe ich hier dieses Album gemacht. Und da habe ich diesen Lack vom Action drauf gemacht. Und zwar einmal diesen hier. Und dann habe ich normal den normalen Lack drüber gemacht. Und ich weiß nicht, hier sieht man das auch ein bisschen funkeln. Da habe ich den Glitzerlack drauf gemacht. Da habe ich so ein
Vogelklebeband drauf gemacht und hier in den Ecken noch so so Ornamente. Und das ist auch wieder das gleiche Prinzip wie die anderen. Da habe ich hier so eine Taghülle gemacht und dann kann man hier wieder aufmachen. Und die kann ich jetzt schon im Schlaf quasi. Und dann hier auch wieder. Und hier auch. Habe ich auch mit dem Klarlack drüber gemacht. Und dann habe ich hier eine andere Version versucht. Da habe ich auch diesen Pearl-Effekt gemacht. Das sieht man, weil ich auf der einen Seite es noch nicht gemacht habe. Und das kann man hier so aufklappen. Da habe ich schon die Tags gemacht. Mit dem Papier, was ich auch da verwendet habe. Und da kann man hier einmal Text reinmachen. Dann hat man hier eine leere Seite. Dann kann man hier das so aufklappen. Hier hat man eine Tagtasche. Hier kann man so aufklappen. Und hier hat man dann auch nochmal Text drin. Und die Text kann man dann so aufklappen. Und hinten sieht es dann halt so aus. Und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Album, was ich für eine sehr liebe Freundin gemacht habe, für die liebe Steffi. Ist auch noch nicht ganz fertig, aber ich dachte, ich zeige es euch schon mal. Und zwar einmal so mit Schmetterlingen. Sie liebt Schmetterlinge. Und da habe ich auch wieder eine andere Version eingebaut als wie in dem hier. Und zwar, indem man das hier einmal runterklappen kann. Und hier dann auch was rein, Text reinmachen kann. Und dann einmal so nach oben aufklappen kann. Und dann geht es weiter auf der nächsten Seite. Kann man hier wieder was reinmachen und hier oben. Also hier und hier oben kann man aufklappen. Dann ist hier ihr Name und dann kann man das hier wieder aufklappen. Und dann hier wieder reinmachen. Da füllen jetzt auch noch die Tags. Und dann noch hier oben von oben drauf was. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich bin ja an einem Projekt dran und zwar möchte ich ein Gedenkbuch für meinen Papa machen, der ja verstorben ist. Und ich wollte das so in so einem älteren Stil machen, also so vintage-mäßig, aber auch nicht, auch doch nicht so. Und jetzt habe ich schon mal angefangen, das kann ich euch gerne zeigen. Das kriege ich gar nicht auf die Kamera. Das ist so groß, das ist die Vorderseite, ein Schlüssel und ein Schloss. Und dann geht es hier so. Und hier hinten sind dann so Rosen auf Papier. Und ich fand, es passte halt einfach so. Also passte halt toll dazu. Und wenn man das dann halt aufklappt, ist hier so ein altes Motiv. Und dann sind hier so ganz viele Seiten. Also 5 Stück insgesamt. Und die müssen jetzt halt noch alle bearbeitet werden. Aber das ist jetzt mal so ein Anfang. Es ist nicht perfekt, aber für die Zwecke, die ich haben möchte, finde ich es toll. Und da kommen wir dann später, wenn es fertig sind, Bilder von meinem Papa rein, von Kind bis zu dem Tag, als er gestorben ist. Und ja, könnt ihr mir mal sagen, was ihr dazu sagt. Und ich werde es euch dann auf jeden Fall zeigen, wenn es fertig ist. Halt zwar ohne Bilder, aber ja, trotzdem würde ich gern wissen, was ihr dazu sagt. Und auch, was ihr zu den anderen Alben sagt. Und ja.
Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen und bis bald. Tschüss.